Fantastic. Hallo und willkommen zum neuen Update in Clash of Clans. Ja, Spielbalance Aktualisierung Mai 2016. Ja, hier sehen wir da doch mal, was es alles denn so Neues gibt. Zauber zweimal schnellere Ausbildung für Drachenhexen, Mauerbrecher, dreimal so schnell für Golems, Lavahunde, Pekka, starke reduzierte Regenerationszeit für Helden, das werden wir später mal testen, inwieweit, oder wie lange meine Helden nach meinem Angriff denn noch dauern. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben einen Live-Angriff. Oh, von der 3. Auf Willi. Hält Willis Base nochmal gegen die Valkyren oder hält sie nicht? Das ist jetzt die große Frage. Dieser Krieg wird richtig spannend. Es sieht aber auch richtig gut aus aktuell für uns. Das könnte der 5. Sieg in Folge werden. Es gibt auch noch Neuerungen. Das Clash of Clans Wiki, meine lieben Freunde vom Clash of Clans Wiki, haben bei Twitter geschrieben, dass es das nächste Update schon vor der Sommerpause geben wird. Ich bin da sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Der Golem ist jetzt gleich schon mal hier down. Das ist schon mal sehr gut. Ach kommt, Valkyren, lauft alle rein. Lauft alle rein in den Tesla. Ja, lauft alle. Lauft euch alle in die Mitte. Lauft alle in die Mitte. Ah, okay, der Inferno lebt noch. Die Base ist echt göttlich. Also, News, das nächste Update soll noch vor der Sommerpause kommen. Und News Nummer 2. Was hatte ich ja noch gesagt? Alter, das ist göttlich, wie diese Base verteidigt. News Nummer 2, genau. Der CW-Log soll mit dem nächsten Update sichtbar gemacht werden. Sichtbar gemacht werden. Oh nein, keine 2 Sterne. Nein, 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 sichtbar gemacht werden können. Öffentlich. Nein, nein, nein. Ihr seht es an meiner Stimme, leider 2 Sterne. Schade, 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 so knapp. Ah, mit Ach und Krach holt er hier noch gerade die 2 Sterne raus. Ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Ah, ja, schreiben sie auch, diese Lacker, ja, leider. Also, nochmal zusammengefasst, ich kam jetzt gerade nicht zu. Nächstes Update noch vor der Sommerpause und der CW-Log soll sichtbar gemacht werden können. Das ist aber optional, also man kann entscheiden, möchte man seinen CW-Log öffentlich machen oder möchte man den nicht öffentlich machen, dass andere Leute den dann einsehen können. Das ist soweit dann der Plan. Ja, Update, wie gesagt, dieses Mal neue Truppen oder neue Zeiten für die Ausbildung der Truppen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit den Helden dann aussehen wird, ob die Helden dann extremst schneller sind von der Regenerationszeit oder nicht. Ach Mann, es ist so ärgerlich. 53,50. Sie haben oben ganz gut geholt. Wir haben noch oben ein paar Angriffe frei. Ich habe auch seitdem nicht mehr angegriffen. Habe meine üblichen Truppen ausgebildet und würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal einen Titan League Angriff. Und wenn wir den Titan League Angriff fertig haben, ich gehe wie gesagt erstmal jetzt nur auf Loot. Ob ich die Pokale kriege, ist mir scheißegal. Und wenn wir den Angriff haben, Alter, was sucht er denn so lange? Was sucht er denn? Ich kann ja sogar chatten hier, während er sucht, warum auch immer. Yeah, Update. Super, läuft bei dir. Ja, und während, wenn das dann fertig ist, dieser Angriff, dann gucken wir natürlich noch, wie das aussieht mit der Regenerationszeit der Helden. Ach, ich bin aber heute auch langsam. Zu viele Infos auf einmal und zu wenig Gehirnleistung. Ja, ich mach mal eben einen Cut. Suche mal eben den Gegner raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Nein, ich nehme den... Nein, der hatte die Lager draußen. Nein. Nein. Oh, ich Trottel. Habt ihr das gesehen? Oh, der hatte die Goldlager oben stehen. Oh. Oh nein. Egal, ich suche jetzt weiter. Also bis gleich. Oh, ärgerlich. So, ich würde sagen, wir nehmen ihn jetzt hier mal mit, ob ich jetzt tatsächlich, ob ich jetzt hier Loot bekomme, also ob ich den ganzen Loot bekomme, ob ich überhaupt 2 Sterne bekomme, das ist im Grunde alles sekundär. Ihr seht es, ich kann 7 Pokale holen. Es ist einfach jetzt nur mal, es ist ein Testangriff. Es ist ein Testangriff, um zu sehen, ob wir das schaffen können. Ich müsste doch sogar rein theoretisch hier offen sprengen können. 1, 2, 3. Ja, das müsste, ah, es geht. Es geht. Wunderprächtig, wunderprächtig. Jetzt gehen wir mal von hier vor. Ich habe, glaube ich, sogar... Moment. Ich muss jetzt definitiv warten, bis die Magier da mal etwas weggesprengt haben, damit ich natürlich mit den Helden auch in die Mitte gehen kann. Komm. Spreng es offen. 2, 3.
Ah, die Walküren wollten alle ein bisschen nach außen laufen, ne? Die wollten alle ein bisschen nach außen laufen, so. Das muss doch laufen jetzt. Wo sind meine Walküren? Wo sind die Kleinen? Wo sind die Kleinen? Kriegen wir denn hier noch was hin? Oh, wir haben sogar den Stern schon, lol. Also ich muss tatsächlich sagen, die Walküren und so weiter, die sind einfach nur mega stark. Guckt euch das mal an. Das ist im Grunde eine Maxed Base und wir haben jetzt schon wieder zwei Sterne geholt. Wir haben 500.000 Gold. Es ist unglaublich. Alter, die holen sogar auf der anderen Seite, holen die sogar auch noch das bisschen Gold. Unglaublich. Guck mal, der Warden holt sogar noch ein bisschen was. Und jetzt ist gleich, jetzt sind alle kaputt. Unglaublich, 500.000. 500.000 Gold. Okay, jetzt sind sie kaputt. Die Helden sind komplett Fratze. Und jetzt ist natürlich der Moment gekommen, um zu schauen, ob... Wie lange sie dauern, bis sie wieder heile sind. Ich bin aufgeregt. Normalerweise über eine Stunde. Oh, Bonus. Top. Kann ich sehr gut gebrauchen. 39 Minuten. 36 Minuten. Also ist doch... Das ist, ich glaube, es ist halbiert, oder? Ist das halbiert? Ich glaube schon. Wie lauter? Defense Willi! Greif mal lieber an! Willi? Wann? Angriff! So. Bin mal gespannt. Ich baue mal eben noch mal... Warte mal, was haben wir da? Was haben wir denn für Zauber? Wir haben zweimal den wieder. Das heißt, wieder die üblichen Verdächtigen. Jo, das passt soweit. Und ey, die Truppen, die gehen so schnell! Guck dir das mal an. Ein Golem dauert jetzt 15 Minuten. Eine Walküre dauert jetzt 5 Minuten. Ah, nee, ich wollte noch ein paar Bowler. Genau, wir testen jetzt auch noch mal ein paar Bowler hinterher. Allerdings nur 6 Stück. 6 Stück nehme ich für den nächsten Angriff. Und dann muss ich aber natürlich schon mal anfangen, für morgen eine Trollbase zu bauen. Denn wir wollen ja ein bisschen rumtrollen in der Liga hier, in der Titan-Liga. Ich freue mich schon drauf, dass wir da mal ein bisschen trollen können und so weiter. Glaub später, muss gerade spontan nochmal. Dann nimm halt hier ein paar. Nimm halt ein paar meiner Walküren und noch ein Erdbebenzauber dabei. Und dann sollte das auch klappen. Und ja, ich kann's ja nochmal ganz zusammenfassen. Ich wollte euch ja noch meinen 100. Nein, den kann ich ja nicht mehr zeigen. Schade, mein 100% Queenwalk-Angriff von hier unten auf diese Base hier. Die muss ich sagen, doch. Schon eine etwas bessere Base ist auf jeden Fall. Ist sie maxed? Im Grunde doch schon, oder? Bis auf die Mauern ist die Max und habe ich 100% geholt. Gucken, ob er sich noch rächen wird bei mir, aber wenn, ist mir auch egal, denn mir geht ja nicht mehr um die Pokale, also das ist dann egal. Jetzt fördern wir aber schon mal für den... Ah, warte mal, für den Krieg. Wenn ich für den Krieg baue, dann brauche ich ja gar nicht... noch großartig Bowler mitzunehmen, denn im Krieg ist mir das zu heikel. Golem, Riese, Beben, CW. So. Hoffentlich passen die Level. Dann machen wir die Bowler mal weg. Die Bowler sind mir für den Krieg ein bisschen zu heikel. Level 5 Golem. Ach, sehr schön, aber schon mal erhalten. Es geht jetzt alles so schnell von den Zaubern und so. Es ist richtig übel. Und schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie sieht es da bei euch aus? Freut ihr euch? Werdet ihr vielleicht andere Angriffskompositionen nehmen oder nicht? Oder hat sich da vielleicht für euch gar nichts verändert? Und natürlich nochmal viele Grüße an die Leute vom Clash of Clans Wiki. Ich verlinke euch das natürlich auch mal hier drunter. Und nochmal zusammengefasst. Das nächste Update soll noch vor der Sommerpause kommen und man soll im nächsten Update seinen Clan-Kriegs-Log öffentlich sichtbar machen können. Das ist allerdings ein optionales Feature, was bedeutet, das ist freiwillig, ob ihr euch entscheidet, diesen Log öffentlich bereitzustellen oder nicht. Sieht ganz gut aus, ne? Gegen Iron Mania, okay, das waren die Modder. Wobei du weißt es nicht. Rein theoretisch, bis auf den letzten Clan oder bis auf die beiden davor, könnte ja rein theoretisch jeder gemoddet haben, das... Kannst du nicht genau sagen. Lief zuletzt auf jeden Fall ganz gut. In diesem Clan-Krieg läuft es jetzt auch ganz gut. Und bleibt dabei. Morgen gibt es das Ergebnis. Morgen gibt es auch die Trollbase in Titan League. Hoffentlich hält sie. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.